Die schneebedeckten Berge, Skilifte, harte Pisten, das ist ihre Welt. Spätestens seit ihrem Olympiasieg im Riesenslalom von Vancouver 2010 gehört Viktoria Rebensburg zu den erfolgversprechenden deutschen Skifahrerinnen. Damals mit gerade einmal 20 Jahren erlebte sie den größten Moment ihrer Karriere. Das werde ich auf alle Fälle mein ganzes Leben nicht vergessen. Und ja, natürlich darf ich als Titelverteidigerin hinfahren nach Sotschi. Und das ist auch ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ist eine große Ehre für mich. Und ja, wie gesagt, ich habe den Olympiatitel habe ich schon mehr erreicht. Aber trotzdem möchte ich natürlich auch in Sotschi wieder alles geben. Für die nun 24 Jahre alte Kräuterin steht bereits die 8. Weltcup-Saison an. Die Vorbereitung in Chile und Argentinien, aber auch in den heimischen Bergen, ist gut und verletzungsfrei verlaufen. Optimale Voraussetzungen für den Weltcup und die Olympischen Spiele. Ja, und dann ist natürlich schon das Highlight im Februar mit den Olympischen Spielen. Aber es hat für mich beides Priorität, sowohl der Weltcup als auch die Olympischen Spiele in Sotschi. Es ist ein Tag, an dem alles passen muss. Auf so einen Tag setzt auch der Cheftrainer. Viktoria ist immer eine Podestkandidatin, das ist klar. Viktoria Rebensburg hat bereits zweimal den Riesenslalom-Gesamtweltcup gewonnen. Zur Ablenkung geht Vicky, wie sie genannt wird, auf den Golfplatz. Schön, wenn man da die Ruhe hat und natürlich ja, den Blick bei mir in der Heimat auf den Tegernsee vom Golfplatz ist schon was sehr Schönes und Besonderes. Auf dem grünen Untergrund in sich ruhend. Auf der weißen Skipiste eine Draufgängerin mit riskantem Fahrstil. Eine Mischung, die Viktoria Rebensburg eine olympische Medaille bringen soll.